Das ist der Blick vom Internationalen Presseclub München hinüber auf den Schreibtisch von Oberbürgermeister Ude. Ruthard Dresselt, langjähriger Vorsitzender dieser angesehenen Journalistenvereinigung, umringt von Gratulanten. Auch Christian Ude trug sich ins Gästebuch des Jubilars ein. Also zunächst einmal ist der Münchner Presseclub die einzige Institution, die tatsächlich auf den Münchner Oberbürgermeister herabsehen kann. Denn sie sind vis-à-vis vom Rathaus untergebracht, aber ein Stockwerk höher. Und dann ist Ruthard Dresselt ja auch noch ein jahrzehntelanger Rundfunkredakteur, der gezeigt hat, wie man diesen Beruf seriös und vorbildlich und gleichwohl interessant ausübt. Der Internationale Münchner Presseclub ist einer der ältesten und mit 850 Journalisten einer der größten in Europa. Sein Engagement für unabhängigen Qualitätsjournalismus und für Pressefreiheit in Bayern und anderswo ist wichtiger denn je. Das weiß auch die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Barbara Stamm. Er ist ein Beispiel und ein Garant auch dafür, was es heute eben bedeutet, qualitätsbezogenen Journalismus als ganz normal, richtig und notwendig anzusehen. Und der Jubilar selbst ist nach wie vor als Journalist aktiv. Als Gastgeber von hochkarätigen Gästen bei den Rottaler-Gesprächen in Bad Birnbach oder wie zuletzt als Programmchef eines neuen lokalen TV-Projekts. Natürlich will ich noch vieles machen, gar keine Frage. Sie wissen oder haben wahrscheinlich davon gehört, dass ich mich auch eingesetzt habe in Landshut. Da gibt es ja eine Auseinandersetzung, wer kriegt welchen Sender, also das regionale Fernsehen in Landshut und in der Region. Und das ist ja jetzt gerade der anderen Gruppe, nämlich dem Herrn Balle, wieder zugesprochen worden. Und soviel ich gehört habe, unsere Gruppe wird dagegen klagen. Also wir werden sehen, wie das weitergeht. Ansonsten habe ich viel zu tun, nur im Garten Rosen schneiden. Ich denke, das wäre mir zu wenig. 75 Jahre alt und als Chef des Münchner Presseclubs mit seinen 350 Veranstaltungen im Jahr noch immer im Dienst des aufrichtigen Journalismus. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.